Ja, hallo? Geht es schon los? Das hört sich an wie ein Nachrichtensender, ne? Ja, hier ist der alte Mann. Und das Spiel hier nennt sich Assassin's Creed Mirage. Und hier ist nichts weiter. Wir müssen dahin. Da müssen wir hin. Die haben ja nicht 100%. Ne? Haben wir nicht. Ich habe keine Lust, aus dem Ort auszureisen. Ich werde jetzt mir mein Pferd krallen. Und dann werden wir dahin reiten und das aufdecken und dort nichts entdecken. Das werden wir jetzt mal machen. Hysterische Stätten. Oh, guck mal, hier ist noch Zeug. Hey, was war das? Da ist der Vogel. Pferd! Lass uns mal ein Stück fahren. So, und da... Oh, da müssen wir hin. Das müssen wir abreiten. Sonst haben wir die Karte nicht aufgedeckt. Ist eine Schande, ne? Ja, vielleicht ist da ja noch was total Tolles. Geheimnisvolles. Man kann ja nie wissen, ne? Man kann ja nie wissen. Und wir reiten gern durch die Wüste. Ja, ich bin der alte Mann von den Schlaftabletten. Ich darf gähnen. Das liegt mir in den Genen, liegt mir das. So, jetzt habt ihr es. Ich weiß, Herr Kedos würde wieder stöhnen, aber der spielt ja was anderes. Das sieht er ja hier nicht. Hallo? Wie geht's so? Ist noch weit? Ist... Au! Pferd! Hier muss ja Wasser sein. Und dann darf es da auch nicht weitergehen. Die hätten noch wenigstens einen Schatz hier verstecken können oder irgendwas. Einfach nur dumpfes irgendwo hinreiten. Guck, hier ist die Welt zu Ende. Aber wir haben die Karte aufgedeckt und wir gucken mal weiter. Wir haben hier noch eine Stelle. Und hier unten. Ja. Hier. Haben wir hier nicht irgendwo so ein Ding? Oh, ist das belastend. Das ist frech, ne? Hier, sowas sorgt dafür, dass man dann keine 100% kriegt. Habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich mache jetzt erstmal was ganz Entspannendes, so. Hallo! Aber nicht so doll entspannen. Basim muss mal. Basim. Geht's eigentlich noch runter? Ja. So, wir müssen da hinten hin. Oh, das ist belastend. Aber ich habe hier keine andere Möglichkeit, ne? Hier kann man tatsächlich nicht hinreisen. Das, was ist denn das da? Warum bin ich denn so blind? Und keiner sagt was. Ist ja wie auf Arbeit. Der ja. Abu Masha? Abu. Wo war denn das jetzt? Das war da oben. Da muss ich hin.
Ich habe mir jetzt eine 1 gemacht. Ich laufe hier mal fix durch. Und guck mal noch nach dem einen oder anderen Beutel, den ich abschneiden kann. Ja, es ist manchmal ein bisschen seltsam. Unfreundlich sein kann ich auch. Huch. Das ist so lächerlich, ne? Und dann diese Slow-Motion-Reiten und dann diese Grafikfehler hier. Sorry. Finde ich sowieso sehr daneben, aber das soll die gleiche Engine sein, die man auch bei Origins benutzt hat. Ja, aber danach ist Odyssey und Valhalla erschienen, da werden sie auch keine andere Engine benutzt haben. Das ist schon irgendwo in Ordnung, aber es geht besser, vor allen Dingen in Innenräumen. Das muss man mal so sagen dürfen, finde ich. Den Unterschied wird man dann bei Cyberpunk sehen zum Beispiel. Und den Vergleich muss sich dieses Spiel gefallen lassen. Ja, ja. Denn auch Cyberpunk ist nicht mehr taufrisch. Das ist schon lange her. Das wartet. Aber da warten auch noch andere Spieler auf mich, auf die ich warte. Mal schauen. Also Spielkram kommt jetzt noch genug. Ja, auch manchmal ein bisschen für mich selbst. Aber da hätte ich kein Let's Play von gemacht. Also Atlas Fallen ist für mich ja durchschnittlicher Durchschnitt. Das muss ich mal so sagen. Ich gucke jetzt nochmal hier. Guck mal, hier haben wir auch so eine Stelle. Ich hoffe, das zählt nicht auch noch. Dann raste ich aus. Hier haben wir aber jetzt alles, ne? Gut. Das wäre wirklich mehr als lächerlich. Hier haben wir noch was. Hier sind so eine Insel. Das sind doch nur Bäume. Das mache ich aber ein andermal, ne? Wir gucken mal. Aber hier bin ich doch lang geritten, bin ich. Ja. Aber hier nicht. Das haben wir noch nicht aufgedeckt. Und hier ist irgendwas ganz Wichtiges. Deswegen habe ich keine 100%. Der Karte aufgedeckt. Ich glaube, ich kann man irgendwo sehen. Wo waren das? War das hier? Nee. Also hier ist es, glaube ich, das sieht man, wenn man im Spiel selbst guckt. Also, das kann ich jetzt nicht zeigen. Weil das wird dann hier nicht angezeigt. So, zeigen kann ich das schon. Da muss ich was umstellen. Ich will nicht umstellen. Nicht schon wieder alles umstellen. Prost. Oh, wie ich das Ding da gesucht habe. Also das Spiel muss ja noch ein bisschen gehen. Wir müssen ja noch ein bisschen was schaffen. Wir müssen noch ein paar Punkte kriegen. Ich glaube 9. Brauche ich noch, um alles auszuskillen. Und mir fehlt ja auch noch ein Talisman. Da ist Roshan. Du kommst reichlich spät. Hey, ich war müde. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn el-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig. Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... In der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin, konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du? Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim.
Störe ich gerade? Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rivka sagt, du hättest seine Mutter Kabiha getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Statthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Seine Vettern verwalten das Land, auf dem sich Alamut befindet. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält. Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leib, Meisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Oh. Das hört sich ja total interessant an. Keine neuen Aufträge? Keine? Mehrere Fälle enthüllt. Wo fangen wir mit an? Finde Arib. Hinweis nicht gefunden. Finde Kahiba. Finde Muhammad. Also mein Monk sagt das. Jetzt gucken wir mal. 3 Punkte haben wir, ne? Na gut, vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Punkte zusammen. Hier ist einer. Hier will einer was von mir? Fulat könnte mehr wissen. Ah. Dichterin, Politiker und Konkubine. Bald werde ich wissen, wer von ihnen die Maske trägt. Fulat? Fulat? Fulat, mein Fundort von Fakten, mein Ausschank der Antworten. Womit kann ich dir helfen, Basim? Erzähl mir von Arib. Ihre Worte waren für Mitglieder des Ordens nahezu heilig. Eine begnadete Künstlerin und Dichterin. Arib erlangte dank ihrer Kunst die Freiheit. Tabit erzählte mir, sie hätte ein prunkvolles Heim in der runden Stadt. Weitere Fragen? Was weißt du über Kabiha? Sie hatte Verbindungen zur Schatzmeisterin. Kabiha wurde in die Sklaverei geboren und stieg zur Lieblingskonkubine El-Mutawakils auf. Ihr Sohn wurde jedoch nicht Kalif, womit ihre Zukunft unsicher ist. Weitere Fragen? Erzähle mir vom Statthalter. Ich sah, wie er Wasif at-Turki Befehle erteilte. Muhammad ist einer der Tahirian, mächtige Vizekönige der Kalifen in Persien. Er verwaltet ganz Bagdad von seinem Sitz am Gericht aus. Weitere Fragen? Wo kann ich die Verdächtigen finden? Alle drei leben in der glorreichen runden Stadt, dem Machtzentrum des Abbasiden-Kalifats. Weitere Fragen? Ich danke dir, Fulat. So, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Fall verfolgen? Wir haben ja was gekriegt. Bei allen drei. Irgendwie? Ja? Ja. Wir machen aber trotzdem das da. Rahaus, die Sonne scheint. Der Himmel weint. Passt irgendwie nicht. Ist hier irgendwo so ein Ding in der Nähe? Ich sehe das wieder nicht. Da? Ist da nicht dichter einer? Nein, ist nicht. Hier haben wir auch kein Haus, ne? Wo ist denn? Da. Da müssen wir halt laufen. Oh, Viertelstunde. Was habe ich denn jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht, Basim? Was haben wir gemacht, ne? Sag mal was. Erzähl mal. Ich soll eine Rauch... Wenn ich eine Rauchbombe werfe, dann sterben Menschen. Was sind das für Vorschläge? Man sagt, es lebten Hunderte im Harem. Fernab von den Blicken der Männer. Ja, da will ich aber jetzt nicht hin. Ich will. Ich markiere mir den mal, damit ich ein Ziel habe. Dieser Ort könnte noch geheimer sein als Alamut. Ja. Es heißt, kein Mann darf den Harem betreten, sofern er kein Eunuch oder der Kalif persönlich ist.
Sag mal, Junge, willst du unbedingt in den Harem oder was soll das jetzt hier? Wir laufen da nur dran vorbei. Ja, wir haben was anderes zu tun. Wir wollen... Aha. Meins. Oh, ich liebe das Leichte. So stelle ich mir das vor. Ja, genau so. Oh, guck mal, noch eine Marke, die brauchen wir. Da. Huch. Halt, da war was. Sag ich doch. So schöne Häuser. Und welch ein Kontrast zu den armen Siedlungen El Anbars. Ja, das stimmt schon. Die sind richtig schön verziert und cool. So, da sind wir. Was? Ein... Finde, Arib, wir haben das doch ausgewählt. Leite mich, Enkidu. Da soll ich hin? In einen Hof. Aber ich glaube, wenn die sich gezankt haben, wenn sich in ihr... Heim der Dichterin. Bewunderer. Dann sind sie aber gut bewaffnet. Hoffentlich ist sie zu Hause. Du wirst mich nicht von meinen Gästen fernhalten. Das ist mein Haus. Bezahlt mit meiner Großzügigkeit. Sorry. Bezahlt mit meiner Genialität. Wenn es um Andenken, Gefallen und persönliche Widmungen geht, findest du Saida Arib nach ihrem Vortrag im Garten. Guten Tag. Du musst ihr Gönner sein. Es ist mir eine Ehre, Saidi. Mit Verlaub, ich ersuche ein Treffen unter vier Augen mit der Dichterin. Ist das so? Ihre Sprache macht mich... sprachlos. Symmetrie von See und Himmel, so bewegend. Ich wünsche nur, ihr meine ehrliche Bewunderung auszudrücken. Schöne Worte. Fast so schön wie die ihren. Und genauso falsch. Wir beide kennen die Maske, die sie trägt. Nicht wahr? Maske, Saidi? Genug mit dem Saidi. Ich weiß, was du bist. Warum du hier bist. Glaubst du, ich hätte dich nicht in den Schatten herumschleichen sehen? Sie ist nicht länger Teil eurer Ränke, eurer geheimen Treffen, eurer albernen Spitznamen. Ich habe sie davon befreit, denn ich lasse ihre Tür bewachen. Meine Männer verfolgen ihre Vorträge. Jeden Brief, den ihr ihr schicktet, ließ ich zerreißen und zurücksenden. Zurücksenden? Du findest einen Stapel in der Postverwaltung. Verbrennt sie, vergrabt sie, tut, was ihr wollt. Meinetwegen könnt ihr daran ersticken. Hinweise gekriegt. So sieht die Tür natürlich schöner aus, ne? Aber wenn man denn dicht daran geht. Sorry. Nachforschung öffnen. Blub, blub, blub. Mhm. Aribs Briefe stapeln sich in der Poststelle. Hä? Oh, zwei Punkte. Ah, cool. Jetzt gibt's schon zwei Punkte, ihr Schmier. Geheime Treffen. Dann haben wir fünf. Was machen wir denn jetzt? Wir machen den Zweig hier fertig, ne? Schatten. Weiche in Richtung eines nicht blockbaren gegnerischen Angriffs aus, kurz bevor er dich trifft, um hinter seinen Angreifer zu gelangen. Wenn es mir gelingt, ist das tatsächlich eine gute Taktik. Der Gönner könnte mich für ein Mitglied des Ordens der Ältesten gehalten haben. Die Briefstapel in der Postverwaltung könnten mehr verraten. Ja, deswegen mal sind sie sehen, da ja hin, Maske auf dem Weg. Welche Maske du trägst, Dichterin. Hui.
Entschuldigung. Aber ganz wenig Loot hier. Au. Das tut mir aber leid. Ups. Ups vor allen Dingen. Mann, sei doch nicht so unfreundlich. Ah, hier ist wieder sowas. Und überall Wasser in der Stadt, ne? Überall. Wir müssen irgendwie anders rein, würde ich sagen. Die Postverwaltung. Ich werde tun, was die Spitzel machen. Mich durch die Post Fremder wühlen und Verschwörungen erschnüffeln. Wir müssen erstmal einen Weg da reinfinden. Kann ich hier hoch? Ja. Hier oben ist keiner, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Wir gucken uns hier erstmal. Erstmal gucke ich auf die Uhr und dann gucken wir uns hier in Ruhe um. Das ist ja aber eher doof, weil ich komme ja hier nirgendwo rein. Das finde ich nicht so cool. Hm. Aber hier komme ich rein. Hier kann man auch sehen, wohin die alle gucken. Nämlich woanders. Ah, anders hin. Geh weg! Du stinkst! Ich schleich mal hier so lang. Und guck mich mal um. Ah. Wo muss ich denn hin? Hier ist ein Versteck. Da ist zu, da ist eine Truhe. Da soll ich hin. Das heißt, der Gute kriegt was auf die Schnute. Was machst du denn, Basim? Hey, ein Mensch! Zahl für deine Sünden. Oh, 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 ich bin weg. Wir finden dich! Ich töte dich! Ich sehe dich! Ja! Ja! Hey, was? Augenblick! Nix da! Da zählt er ihn noch extra durch die Gegend. Sag mal, was schadet dir? Meins. Sind hier noch welche? Ach, das waren alle. Cool. Mach ich nächste Folge, metzel ich weiter, ne? Du? Ist er weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.